Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur 29. Folge von unserer War to Glory. Heute mal wieder ja, mit einer geilen Teamfolge. Das sind die Folgen, die mit am besten bei euch ankommen. Unser Team kostet mittlerweile knapp 3 Millionen Coins. Ich meine, gut, in der letzten Woche hat das, glaube ich, 2,4 oder so knapp gekostet. Unsere Rewards oder meine Rewards habt ihr ja gestern gesehen im Video. Ansonsten könnt ihr das gerne nochmal abchecken. Ich glaube, dass man es oben noch verlinken kann. Ich weiß aber nicht, ob YouTube die Funktion rausgenommen hat. Deswegen, aber wenn, habe ich es euch auf jeden Fall oben verlinkt. Einige Spieler sind nochmal deutlich angestiegen. Vor allem so ein Marcus Rashford und auch so ein Varane. Also wir haben schon natürlich so 400 oder knapp 500.000 Coins mehr als in der letzten Woche. Einfach durchs Spielen und durch die Rewards logischerweise. Aber sonst, dadurch, dass wir ein, zwei Karten behalten konnten, passt das auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Heute kleine Planänderung. Ich kann euch leider heute nicht meine ersten Weekend League-Spiele zeigen, denn ich bin am Freitagmorgen, muss ich nach Köln fahren. Wir haben nämlich da vorne der DFL aus, wegen der wird in Bundesliga ein Shooting, damit die da unsere ganzen Fotos haben in den Trikots und so weiter und so fort. Deswegen kann ich leider nicht freitags morgens wie immer euch das aufnehmen, sondern schon einen Tag zuvor. Ihr seht aber trotzdem Live-Gameplay. Ich habe ein bisschen Division Rivals gespielt. Und hier seht ihr mein aktuelles Team. Das wird sich noch bis morgen verändern. Und zwar, ich brauche noch ein ganz paar Coins, die werde ich aber noch zusammenkratzen können. Und dann werde ich mir ins Tor noch Ter Stegen holen. Da fehlen mir noch so 20.000 oder so zu. Deswegen, das wird das endgültige Team sein. Ich hatte ja erst geplant, Mukiele als Innenverteidiger zu spielen. Dadurch, dass unsere Rewards nicht so gut waren, habe ich das jetzt doch nicht gemacht. Und um ganz ehrlich zu sein, ist der Kollege aber auch ein überragender Rechtsverteidiger. Aktuell, wie gesagt, muss ich halt jetzt Rudi spielen. Auch so waren jetzt die paar Testspiele, die ich damit gemacht habe. Aber der Torwart sollte jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend sein. Der Rest des Teams ist ja gleich. Und auch die Chemistry Styles sind noch nicht ganz endgültig. Weil ich brauche halt, wie gesagt, noch den einen oder anderen Coin. Und hier gerade halt auch so ein N'Golo Kanté oder so ein Martins lasse ich natürlich nicht auf Basic. Ansonsten glaube ich, um mal so ein bisschen auf das Team zu kommen, dass das Team extrem geil ist und nochmal ein heftiges Upgrade ist zur letzten Woche. Warum? Schon alleine, weil jeder Spieler volle Chemie hat. Letzte Woche hatten wir noch drei ohne Chemie. Diese Woche irgendwie es so hinbekommen, dass jeder Spieler auf der vollen Chemie ist. Und vor allem in-game ist es ja wie immer in einer 4-4-2. Das zeige ich euch natürlich auch noch einmal ganz kurz. Natürlich hier auch wieder meine Taktiken. Auch da kann ich nochmal hinweisen auf das Taktikvideo. Es hat sich aber auch da wieder nichts verändert. Aktuell bin ich immer noch sehr zufrieden, auch nach dem Patch. Ich spiele natürlich in-game dann mit Martial und mit Martins auf dem Flügel. Kanté und Renato Sanchez. Das war so meine Wunsch-Doppel-6. Also ich glaube, viel besser für eine RTG geht es erstmal nicht. Außer noch mit irgendwelchen Icons. Aber die sind beide so mega krank überpowered. Und natürlich vorne im Sturm Rashford und Kylian Mbappé. Die wahrscheinlich außer Ronaldo mit besten Stürmer in Game. Über den Marcus Rashford habe ich euch genug gesagt. Hier den MVP habe ich auch schon letzte Woche gespielt. Wisst ihr ja, Gelson Martin ist vielleicht der einzige Spieler, der jetzt nicht so überragend ist. Und auch Martial, der mir auf dem Flügel, ja, in der ersten Weekend League habe ich den auch als LM gespielt. Da hat er mir nicht so gefallen. Aber naja, man muss halt vielleicht auch so ein paar Abstriche machen und ich kann mir halt keinen anderen da holen, der halt auch gut ins Team passt, mit der, damit halt dann auch noch Marcus Rashford auf volle Chemie kommt. Und also so schlecht ist er jetzt nicht. Ideal ist er aber auch nicht. Aber wie gesagt, hätte ich da irgendwie die Möglichkeit, noch ein Dembélé oder so einzubauen, dann wäre erstmal der auf Lowcam, dann wäre Marcus Rashford auf Lowcam, dann wäre N'Golo Kanté auf Lowcam. Aber wir können das Team auf jeden Fall langfristig noch ein bisschen upgraden, denn ich kann beispielsweise hier halt die beiden tauschen, dann hier noch mit einem weiteren Franzose, Laporte oder auch Upamecano, Lenglet, dann einfach einen Franzosen ins Tor. Da haben wir auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Jetzt aber genug geredet, jetzt gibt es ein bisschen Live-Gameplay aus Division 1 in Division Rivals. Viel Spaß damit. Frankfurt 069. Maran, Gomez, alle auf Hunter oder Shadow, der hat zumindest verstanden. Der spielt bestimmt 4-2-3-1. Aber unser Team ist besser. Gelson Martins hat noch die Nummer 2. Kanté hat die Nummer 22. Ist klasse, oder? Kombo Kehle. Martins! Der rasiert direkt. Guckt euch an!
Gelson Martins, den Typ, den ich nur drin habe wegen der Chemie, der macht das erste Tor. Der macht das erste Tor. Mbappé, Martial. Auf geht's. Jetzt in die Mitte, da ist wieder Mbappé. Und dann steht 2:0. Scheint ja gut abzugehen hier, die Jungs. Mbappé schießt das Ding sogar nochmal rein. Jetzt Rashford. Let's go. 3:0 nach 16 Minuten in Division Rivals. Ich will nichts sagen, aber das ist jetzt höher, als ich erwartet habe. Mondi. R1-Flanke auf Mbappé. 4:0 nach 18 Minuten. Gegner drückt Pause. Geht aus der Partie. Damit haben wir auch auf jeden Fall ordentlich Rivals-Punkte bekommen. 317 Coins, die wir mehr als bitter nötig haben. Aber 4 Schüsse, 4 Tore. Ich würde sagen, suchen wir uns mal den nächsten Gegner. Aber das lief erstaunlich gut. Okay. Geiler Torwart. Was macht denn Thiago Silva da hinten? Nur ich bin der Lost Boy. Komm, Renate, geh vorbei. Renato Sanchez. Schon wieder direkt 1:0. Das war Thiago Silva als Gegner. Da kann halt sogar Renato Sanchez direkt sein erstes Tor machen. Geil. Es läuft ja gut, würde ich sagen. Der Renato Sanchez, ne, der gefällt mir jetzt schon wieder übel gut im Mittelfeld. Also übel gut. Nicht nur wegen seinem Tor, aber auch einfach, weil der übel viele Zweikämpfe gewinnt. Und dann noch Akanté daneben, der eh ein bisschen weiter hinten bleibt. Da ist Mbappé. Und das ist halt übel wichtig, wenn du da mit deinen Sechsern sehr viele Zweikämpfe gewinnst. Und da habe ich jetzt mit Renato und mit Kanté fast mit die beiden besten Spieler, die du halt aktuell spielen kannst. Kann man halt so leichte Tore schießen, so wie jetzt gerade. Viel besser geht's halt nicht. Da geht Neymar. Das wird schwierig, den zu verteidigen. Ja, ein Pass, ne? Schade, schade. Gut. Ja, nice, Mbappé, komm. Let's go, 3:1. Sehr gut, Mbappé, sehr gut. Komm, noch ein Tor vor der Pause. Jetzt Rashford geht. Gut, Ballrolle einfach und reinfinessen. Sehr gut, 4:1. Das läuft extrem gut, muss man sagen. Ja, ich glaube, der Gegner geht jetzt auch raus. Okay, Gegner geht jetzt doch raus. Ja, Mbappé 2 Tore. Renato Sanchez, glaube ich, ein Tor gemacht. Rashford mal wieder mit seinem Tor. Und auch die Runde war dann relativ schnell vorbei. Aber auch sehr, sehr gut fühlt sich das Team an. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, also erst Eindruck vom Team. Auf jeden Fall sehr gut. Habt ihr ja gesehen, wir haben alle Spiele gewonnen. Auch sehr viele Tore geschossen. Gerade auch so Martins hat mich schon positiv überrascht. Die Doppel-6 war mehr als überragend. Das muss man sagen. Das ist absolut top. Die Stürmer sowieso Weltklasse. Ich fühle mich ready für die Weekend League. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch gefällt das Team. Gerne Meinung dazu wieder unten in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt.